SGS Software. Euro Truck Simulator 2. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich habe mir gedacht, ich starte mal hier mit einer mit einem neuen Projekt, und zwar mit Demos. Das heißt, ich werde jetzt in den nächsten paar Wochen, paar Tagen, ich weiß jetzt nicht, ob das in einem regelmäßigen Abschnitt ist oder in ein, zwei Tagen Rhythmus, verschiedene Demos spielen, beziehungsweise euch vorstellen. Und ja, das erste dieser Demos ist das Spiel Euro Truck Simulator 2 Demo. Und ja, vielleicht haben es die meisten bemerkt, wir waren jetzt länger mal nicht mehr da. Also wir hatten jetzt eine längere Pause, um genau zu sein, eine Woche. Und ja, also es kamen dann natürlich logischerweise auch keine Happy Wheels Folgen raus. Und das liegt daran, dass ich nicht mehr weiß, also beziehungsweise ich weiß nicht mehr, wie ich Happy Wheels aufnehmen soll, denn mein Systemaudio wird irgendwie nicht mehr aufgenommen. Und ja, das finde ich sehr, sehr komisch. Aber dann habe ich gedacht, mache ich hier mal zum Ausgleich mache ich hier ein neues Projekt, und zwar, wie gesagt, die Demos. Also, Euro Truck Simulator 2, wie gesagt, der Name ist ein Truck-Spiel, das heißt, man fährt LKW. Und ja, das ist eine Simulation, das heißt, das ist sehr realistisch gehalten, also mit Blinker und so allem, aber das wird hier später alles schon im Laufe des Spiels sehen. Und hier kommen wir erstmal am Start in ein Fenster, wo wir ein neues Profil erstellen müssen. So, Name. Also, wie heißt denn ein Trucker? Hans, oder? Nee. Rudi ist ein guter Name. So, was haben wir denn als Nachname hier? Rudi. Rudi Schniedelwutz. Rudi Schniedelwutz passt eigentlich ganz gut. So, Bild. Wie soll unser Trucker aussehen? So, wir haben hier einen coolen Styler und ein paar andere Bilder. So, boah. Also der passt wirklich, der ist richtig gut. Bevorzugtes Logo-Design. LKW-Design, sorry. Was ist das? Majestic, MAN, Iveco, was haben wir denn hier noch? DAF, Renault Trucks, Scania, Volvo. Ich muss schon sagen, der MAN sieht nicht schlecht aus, aber der Scania, der toppt. Nimm mal den Scania. Firmenlogo. Alles klar, was nehme ich hier denn? Also ich meine, der Rudi, der brennt hier ja für sein LKW. Dann nehmen wir hier mal das Feuer. Firmenname ist ja klar. Schniedelwutz GmbH natürlich. Ah nein, Schniedelwutz natürlich nur mit einem N. Schniedelwutz, genau. Sprache Deutsch, Spielmodi Europa. Okay, erstellen. Steuerungsmethode. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, zwischen drei Steuerungsmethoden auszuwählen. Controller, Joystick, Maus und Tastatur. Wir wählen natürlich die Tastatur und die echte Automatik. Ich habe das Spiel natürlich schon mal ein bisschen vorgespielt, dass ich hier auch ein bisschen Plan davon habe. Und hier sehen wir mal gleich diese schön gemachte Ladesequenz. Und dann haben wir hier auch schon Auswahl der Firmenzentrale. Wählen Sie die Stadt, in der du beginnen möchtest. In Bern. In der Schweiz wollen wir leider nicht beginnen. Natürlich irgendwo in Deutschland. Kassel, Erfurt, Magdeburg. Ich würde sagen, naja, am Kiel, das ist schön an der Küste. In Hamburg, kommt, das ist so eine Stadt. Tutorial aktivieren. Machen wir mal ja. Dass ihr auch einen Einblick bekommt, wie die Steuerung so funktioniert. So, jetzt sehen wir hier wieder so eine wunderschöne, wunderschöne Ladesequenz. Und die Musik ist so harmonisch. Da hat man sofort Lust drauf, dieses super tolle Spiel zu spielen. Und die Ladezeiten, die sind gar nicht kurz. Naja, jetzt komm, jetzt lade endlich schneller, dass wir jetzt auch endlich Truck fahren können. Zu hell.
Willkommen im Euro Truck Simulator 2. Eingabe weiter. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKWs. Ja, ich habe schon so lange gewartet. Das ist mein Traumberuf. Dein eigener Transportfirma hat nun ihre Pforte geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellte für andere Speditionen arbeiten müssen. Dein Art... Kein Bock, das jetzt alles zu lesen. Okay. Drücke E, um den Motor zu starten. E. Gut, das haben wir jetzt getan. Du kannst folgende Tasten verwenden, um den LKW zu bewegen. Gas nach oben oder W. Bremse nach unten oder S. Nach links lenken. Ja. Und nach rechts lenken. Fahre etwas vor und halte an. Also ich bevorzuge jetzt die WASD-Steuerung. Denn wenn man blinken muss, bekommt man Schwierigkeiten, wenn man mit den Pfeiltasten spielt. Denn das Blinken ist auf dem Stern und auf dem Ü, wenn ich mich recht erinnere. Ja. So, dann fahren wir jetzt mal hier ein bisschen nach vorne. Aber natürlich erstmal hier den Gang schalten und ein bisschen nach vorne und anhalten. So, das war ja nicht schwer. Es gibt noch weitere Kameraperspektiven, zwischen denen du wechseln kannst. 1, 2. So, das seht ihr jetzt hier. Oh, wir haben einen Doppelanhänger. Oder nee, das ist eigentlich kein Doppelanhänger. So, hier sehen wir den wunderschönen Scania Truck. Also die Grafik ist ja top. Also da kann man nichts sagen. Also das Gebäude, das ist ja... Boah. Naja, ich spiele jetzt zwar auch nicht hier auf den besten Grafikeinstellungen. Aber, naja. So, gehen wir jetzt hier mal wieder in den Innenraum. Probiere andere Sichten aus. Ja, okay. Eingabe 10er Tastatur. So. Mhm. So, da können wir uns hier also so umschauen. Okay, ja. Geht jetzt auch irgendwann weiter. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Eingabe. Eingabe, ich habe... So, jetzt. Es wird Zeit, dass du deine Lieferung machst. Verwende den Routenadvisor. Okay, 11, 11. So. Hier haben wir also dieses kleine Navi hier, wo angezeigt wird, wohin wir fahren müssen. Du besitzt ein Navigationssystem namens Routenadvisor. Sehr, sehr kreativer Name, also wirklich. Das dir jederzeit zur Verfügung steht. Der Routenadvisor gibt Aufschluss über deinen aktuellen Status. Hilft dir mit... Informationen zum momentanen Auftrag und weist dir immer den richtigen Weg. Fortfahren. Na gut, das können wir hier jetzt alles. Also F5 ist das Navigationssystem. Bei 6 haben wir Informationen über unseren LKW und die Lieferung. Hier haben wir dann den Schaden. Und F8 sind Kurznachrichten. Dann gehen wir mal wieder zurück auf die Navigation und schließen das Tutorial. Dann gehen wir hier wieder. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier mit der Lieferung. Dann fahren wir jetzt hier einfach mal schnell raus. Also wir sehen jetzt, wir müssen hier nach links. Deswegen hier mal ganz schön brav den Blinker links eingeschaltet. So, jetzt müssen wir mal kurz mit der Maus schauen, ob da jemand kommt. Kommt rechts jemand? Nee, dann können wir auch schon weiterfahren. Natürlich mit angemachtem Blinker. So, um die Ecke. Und jetzt haben wir es geschafft. Oh, nicht auf dem Bordstein. Nicht, nee, nee. So, jetzt haben wir hier eine rote Ampel. Da bleiben wir natürlich stehen. Naja, jetzt bin ich auf der falschen Spur. Aber egal. YOLO! Wir sind Truckfahrer, wir dürfen das, Mann! Sie haben einen Arbeitsagenturagent entdeckt. Alles klar. Okay, danke schön. Hier müssen wir jetzt... Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Parkbremse aktiviert. So, hier müssen wir jetzt nach links. Und der Blinker müsste jetzt eigentlich automatisch ausgehen. So, da ist er jetzt aus. Gut. Dann fahren wir hier jetzt mal die Straße lang. Oh, ich fahre jetzt schon 45. Ich glaube, das ist ein bisschen zu schnell. Ich gehe mich hier ein bisschen auf die... Und schnell über die... Oh, schnell, schnell. Überfahren an der roten Ampel. Was? Ich war gar nicht auf der roten Ampel. Das war noch orange. Willst du mich verarschen? Ey, das ist doch... Das ist doch eine Verarsche. Ganz ehrlich. Ich bin der Rudi. Ich fahre schon seit 20 Jahren Truck. Mann, das ist mein Hobby. Ich liebe das. Das ist mein Leben. Ich weiß so, wie man Truck fährt. So, hier müssen wir wieder nach rechts. Und dann sind wir schon angekommen. Jetzt hier wieder in die normale Sicht wechseln. So, und der Blinker müsste auch automatisch ausgehen. So, um das Packen des Aufliegers zu überspringen und die Lieferung zu beenden, Bonuspunkte für Präzisionseinpacken gehen verloren. Drücken Sie Eingabe. Okay, das machen wir jetzt lieber nicht. Ausgezeichnet! Gefahrene Strecke 1 Kilometer. Boah, das ist ja super lang. Dauer 12 Minuten.
Für 1 Kilometer 12 Minuten. Oh, das ist schon lange. Verbrauchter Kraftstoff 0,9 Liter. Was wird denn so jetzt? Wird uns hier angezeigt, wie viel Geld wir verdient haben. Und hier dann gesamt. Okay, wir sind Level 0 Neuling. Aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt kommen wir hier wieder in diese schöne, wunderschöne, kreative Ladezeit. Ladesequenz natürlich. Die dann auch farbig wird. Nur so ganz nebenbei. Ich habe mir das Spiel über Steam geholt. Da, von da werde ich wahrscheinlich auch die ganzen anderen Demos holen. Und ja, wenn ihr das Spiel auch mal spielen wollt, nur so die Demo oder es euch sogar holen wollt, schaut einfach bei Steam vorbei oder im Markt oder irgendwie online Amazon, was auch immer, da kriegt ihr es auf jeden Fall her. So, das ist deine Firmenzentrale. Boah, super, Alter. Das ist ja schon eine richtige Firma, Mann. Alter, ich bin ja ein Unternehmer, das gibt's ja nicht. Ist eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Ja. Leider kannst du noch nichts, was du dort abstellen könntest, deshalb kannst du hier auch kein LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück! Dankeschön! So, hier kann man jetzt den Fortschritt sehen und hier ist das kleine Menü. Das werdet ihr jetzt immer hier sehen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit der Vorstellung von Let's Play Truck Simulator 2. Also das ist, mir persönlich gefällt das Spiel sehr gut. Also es macht mir persönlich sehr viel Spaß, den Truck da zu fahren. Bloß auf langen Strecken ist es sehr langweilig, da man eigentlich fast immer auf der Autobahn fährt und so nur geradeaus zu fahren hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe es mich über Steam geholt. Wenn ihr das Spiel auch mal spielen wollt, unbedingt mal holen. Lohnt sich auf jeden Fall, macht richtig viel Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, diese Reihe wird dann immer fortgesetzt. Vielleicht kommt schon morgen oder übermorgen die nächste Demo. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert mich. Würde mich auf jeden Fall supermäßig freuen. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr diese Idee gut findet mit diesen Demos, dass ich jetzt so ein neues Projekt habe. Dass ich auch weiß, ob ich dieses fortsetzen soll oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios!